The Scapers bei Oase. Ja, hallo und willkommen zurück hier bei The Scapers. Ja, Joachim und ich haben uns hier heute zusammengefunden, um euch noch ein paar gute Neuigkeiten zu überbringen, nämlich allen voran den Gewinner dieses wunderschönen, handsignierten Beckens. Damit auch ein Hallo von meiner Seite. Genau, wir möchten euch nämlich heute den Gewinner bekannt geben. Genau. Und bevor wir jetzt einen langen Trommelwirbel hier starten und es bis ins Unermessliche treiben, was wir ja nicht wollen, hau es raus. Der Gewinner wird auch jetzt unten eingeblendet, ist niemand Geringeres als Dennis Wolf 3003. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Auch viel Spaß Seite. Mit diesem Becken. Und du hast jetzt bis zum 15. Februar Zeit, dich bei uns zu melden. Über Instagram, über Telefon und so weiter und so fort. Wir sind ja über diverse Kanäle erreichbar. Versuch dein Glück, du hast bis zum 15. Februar Zeit. Falls du es bis dahin nicht geschafft hast, verlosen wir das Ganze nochmal neu. Aber wir gehen mal davon aus, dass du das wohl hinkriegen wirst. Und damit du dich nicht wunderst, haben wir oder müssen wir natürlich noch das kleine die kleine Zusatznote hier bringen. Genau. Nämlich hier steht nur das nackige Becken. Das ist natürlich nicht so. Du darfst dir natürlich auch den Unterschrank deiner Wunschfarbe aussuchen. Also genau. Dann ist es komplett mit den Unterschriften von all unseren dreien Scapern. Genau. In dem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Aber wir haben natürlich auch für den Rest von euch was. Also ihr braucht jetzt nicht enttäuscht wegschalten, weil wir planen natürlich noch ein Folgevideo. Wir wollten uns nämlich erstmal allen voran bei euch bedanken für die ganzen positiven Kommentare, das ganze Feedback, das absolut. Mitfiebern. Das war einfach sensationell. Ja, kann man nicht anders sagen. Deswegen wollen wir natürlich auch auf eure Fragen ein wenig eingehen, ne? Vor allen Dingen Joachim, der als Experte in der Materie natürlich hier Rede und Antwort zu stehen hat, wird dann da nochmal den einen oder anderen Senf zu geben. Und ihr habt jetzt nochmal unter diesem Video auch nochmal die Chance, eure Fragen hier zu notieren. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen? Wollt ihr eine Staffel 2 sehen, ja oder nein? Und wenn ja, was sollen wir ändern? Genau, und dann würden wir in dem Folgevideo nämlich auf all eure Fragen eingehen und dann auch die Frage klären, wird es eine Staffel 2 geben? Oder nicht, was ist mit den Becken passiert und so weiter und so fort. Über all das reden wir dann in diesem Folgevideo. Also ihr dürft gespannt sein, haut fleißig in die Tasten, wir reden dann darüber in dem Folgevideo. So machen wir das. Genau, perfekt. Dann, bis dann und tschüss. Habt eine gute Zeit. Genau, tschüss. Ciao. Ist das entspannter? Ja, guck mal, da bin ich so... Das O neben dem O. Ose. 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 Ja, gut. Scheiße, jetzt kann ich mir ja nicht reden, ne? Nee. Gedanken im Kopf. Ja.